Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Mal-Vlog. Da das Wort Malen ja schon darin enthalten ist, beginnen wir am besten gleich mal mit diesem Thema. Auch wenn ihr das vielleicht nicht so mitbekommen habt, weil ich die Videos halt auch so einsetze, dass da keine zu großen Lücken drin auftauchen, habe ich jetzt mittlerweile seit ziemlich langer Zeit nicht mehr wirklich einen Stift oder einen Pinsel in der Hand gehabt. Es gab eine kurze Unterbrechung bei dem Journal für den August für das Setup. Allerdings war auch dieses Video ziemlich improvisiert, auch so das Malen an sich und so. Dementsprechend zähle ich das jetzt nicht so wirklich als eine routineerhaltende Maßnahme. Und das macht sich bemerkbar. Also ich merke das jedes Mal, wenn ich halt eine längere, ich sag jetzt mal, Kunstpause hatte, dass ich das sehr schnell verlerne. Also ich starte nicht wieder bei Null. Irgendwie sind die Synapsen ja dann doch im Gehirn schon vorhanden. Also sie lassen sich dann auch wieder aktivieren. Aber man muss halt so gewisse Bereiche erst wieder aktivieren und erst wieder so richtig warm werden. Und das habe ich halt gemerkt, schon als ich das Video zu dem Bullet Journal für den September gemacht habe, dass mir das überhaupt nicht leicht von der Hand ging, weil ich mich natürlich auch vorher nicht warm gemalt habe. Warum auch? Wäre ja sinnvoll gewesen. Es hat mich jedenfalls deutlich vor Augen geführt, dass es wieder Zeit wird, in eine Art Malroutine reinzukommen, dass ich das brauche, weil ich sonst zu viele Sachen mir zu schwer von der Hand gehen, es wieder verlerne. Und ich will besser werden im Malen. Also ich male an sich, seit ich einen Stift in der Hand halten kann. Allerdings, wie gesagt, nicht in so regelmäßigen Abständen, dass dort wirklich was bei rumkommt. Außerdem habe ich trotzdem nie so richtig das Malen erlernt. Und das möchte ich jetzt nachholen. Beziehungsweise habe damit angefangen und habe jetzt zum Teil wirklich mit so Körperstudien angefangen. Also, dass man sich wirklich einzelne Körperteile vornimmt und in Anführungsstrichen studiert. Also so studiert, dass man es wirklich gut zeichnen kann, dass man ein Verständnis für den Körper bekommt, für den Lichteinfall und so. Und fange jetzt an, alles nochmal von Grund auf neu zu lernen. Also Inspirationsquelle dafür, dass überhaupt die Idee aufkam, dass das vielleicht mal eine gute Idee wäre, kommt zum Beispiel durch so Kanäle wie Krixelpixel, ein Kanal, den ich sehr empfehlen kann, den ich neuerdings suchte, seit ich ihn entdeckt habe, weil ich auch die gute Frau sehr sympathisch finde und sie einen das gut rüberbringt und auch so ein paar Tutorials hat, die man dann in Angriff nimmt, beziehungsweise das Thema dann vielleicht aufgreift und dann selbstständig aktiv wird. Gefällt mir, wie gesagt, sehr gut, der Kanal. Also ich habe jetzt übrigens schon so Augen mir vorgenommen und Nase und es soll halt so jetzt so nach und nach der Körper kommen. Also ich möchte mir dann auch Lippen, generell das Gesicht, Körpersprache und so vornehmen. Hände vor allem. Oh Gott, ich hasse Hände malen. Ich habe aber auch gerade im Bereich Wasserfarben jetzt festgestellt, boah, ich kann das ja überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob das jetzt halt wieder so Anfangsschwierigkeiten sind oder ich weiß nicht, woran es liegt, aber ich tue mich gerade wieder mit Wasserfarben unfassbar schwer. Und zum Teil, weiß ich nicht, liegt es vielleicht wirklich einfach an der fehlenden Routine, weil dieses Element für mich ja generell verhältnismäßig neu ist, dass ich das überhaupt angefangen habe, ist vielleicht ein Jahr her. Ich schaukel mich jetzt von Tutorial zu Tutorial. Das sind auch die Bilder, die hier im Hintergrund entstehen. Die sind alle auf Tutorials basierend. Dementsprechend in der Infobox Links dazu, wo ihr dann halt zu diesen Tutorials kommt und dementsprechend auch zu den Künstlern, die das halt wirklich erdacht haben. Und werde versuchen oder habe mir zumindest vorgenommen, so viel Malpraxis wie möglich, was wirklich bedeutet, zu versuchen, möglichst täglich irgendwas zu malen. Routine reinzubringen, Übung reinzubringen, das immer und immer und immer wieder wiederholen, damit das irgendwann ja mir leichter von der Hand geht, dass da irgendwas im Gehirn Klick macht, dass das aus dem FF geht. Oder wenn nicht aus dem FF, dass das halt nicht so lange dauert, bis man da wieder reinkommt und so viele Fehler macht und so. Und ich muss leider sagen, dass das für mich zurzeit unfassbar mühselig ist, auch so dran zu bleiben, weil ich halt mit den Ergebnissen überhaupt nicht zufrieden bin und mich sowas dann schnell demotiviert. Zum anderen habe ich aber auch überlegt, ob das nicht neben meinen fehlender Praxis auch einfach am Material liegt. Also ich habe hier zum Teil halt auch wirklich einfach, glaube ich, schlechtes Papier am Start und gerade bei Papier sollte man wohl nicht sparen. Und auch bei den Farben sind halt Tuben und ich überlege halt auf feste umzusteigen und so generell mir vielleicht doch besseres Equipment zuzulegen, was natürlich ein enormer Kostenfaktor schlicht und ergreifend ist, aber mal sehen. Denn dass mir die Ergebnisse nicht gefallen, liegt zum Teil vielleicht nicht nur an mir, sondern tatsächlich auch an den Materialien. Das ist ein Erfolg von Bullet.
Neben den Körperstudien möchte ich jetzt tatsächlich auch anfangen, mich mit floralen Themen auseinanderzusetzen, weil ich das wirklich so überhaupt nicht kann. Das merke ich jedes Mal, wenn ich es versuche. Und ich war neulich tatsächlich einfach mal los, also mit einer Kamera, und bin durch den Park spaziert und habe mir halt da verschiedene Pflanzen angeguckt, die fotografiert und festgehalten. Habe da tatsächlich auch einfach mal so ein paar neue Einstellungen ausprobiert und habe mich mit meiner Kamera nochmal auf eine andere Art und Weise vertraut gemacht, weil das ja auch eigentlich eine Fotokamera ist und eigentlich gar nicht zum Videodrehen geeignet. Eigentlich so wirklich, das merke ich auch, naja, egal. Auch wieder so, ne? 6 Jahre, nachdem ich das Ding im Schrank stehen habe, fange ich nicht mal an, so richtig mit dem Ding auseinanderzusetzen, aber hey, besser spät als nie. Und habe alle Fotos, die ich gemacht habe, mir da so ein paar spezielle dann rausgesucht, die ich irgendwann vielleicht auch mal gerne in Bilder verwandeln möchte. Also in Aquarelle vielleicht oder doch wieder Acryl, weil ich mit dem Medium, glaube ich, doch ein bisschen mir einfach vielleicht mehr liegt, ich weiß es nicht, oder ich halt schlicht und ergreifend mehr Praxis drin habe. Aber jedenfalls hatte ich da so einen kleinen Motivationspeak, weil da tatsächlich zum Teil sehr hübsche Bilder bei rumgekommen sind. Und ich war schon überlegen, ob ich die halt irgendwie anderweitig noch verwerten kann. Ich weiß nicht, ob ich euch damit über Instagram zuspamme oder ob ich das dann halt in Anführungsstrichen nur in die Insta-Stories packe, wo wir gerade bei diesem Thema sind. Ich habe neuerdings angefangen, mich auch mal mit Instagram ein bisschen mehr auseinanderzusetzen und mich mit den Insta-Stories auseinanderzusetzen, was für mich wirklich bisher eigentlich eher nur so ein zusätzliches Arbeitsfeld war. Ich hatte sowas einfach nicht gemacht, weil ich auch irgendwie so ein bisschen, es ist nicht so, dass ich darin keinen Sinn sehe, aber für mich war das so ein bisschen so, brauche ich nicht. Allerdings gab es also so einen Moment mit meiner Schwester, die meinen Instagram-Account gesucht hatte und mich nicht gefunden hatte. Und ich so, hä, und so, geh mal so und so ein. Und das halt über die Insta-Stories diesen Instagram-Account gesucht hat. Und da ich keine mache, hat sie mich auch nicht gefunden. Und da ist mir dann halt irgendwie so, okay, vielleicht ist das doch auch so ein Ding. ich wusste gar nicht, dass man das überhaupt über Insta-Stories suchen kann und so. Also ich dachte so, hä? Aber anscheinend ist das vielleicht doch ein wichtigerer Faktor und wollte mich jetzt einfach mal damit auseinandersetzen. So. Also wie geht das eigentlich? Wie gesagt, ich habe dieses Ding noch nie geöffnet. Wenn er mir das Ding aufschiebt und ich habe bei allen Apps erstmal Berechtigung nein. Also ich möchte nicht, dass die auf mein Handy komplett zugreifen können und mich komplett durchleuchten. Und immer wenn ich halt rübergewischt habe, so dass du dann Insta-Stories aufnehmen kannst, wollte er von mir, dass ich das Mikro freischalte und die Kamera, und er wollte Zugriff auf meine Daten haben, auf meinen Speicher und auf meinen Standort. Und dann habe ich gesagt, nee, möchte ich nicht, lass mich in Ruhe. Und dementsprechend konnte ich das auch nie nutzen und so. Und das war für mich alles suspekt und so, schon allein aus datenschutzrechtlichen Gründen und so. Und musste das wirklich von neu auf jetzt auch lernen. Und habe jetzt die ersten paar kläglichen Versuche gemacht. Also alle Anfang ist schwer, machen wir uns nichts vor. Und ja, ich versuche mich da jetzt auch mal mit diesem Medium ein bisschen auseinanderzusetzen. Das fällt mir momentan wirklich echt schwer, weil das für mich einfach gerade gefühlt nur eine zusätzliche Arbeit ist. Und es mir eben nicht so leicht von der Hand geht. Stichwort Übung und so. Da ist mir übrigens auch aufgefallen, dass ich langsam wirklich alt werde. Also mir erschließen sich so eine neuen Techniken in Anführungsstrichen halt auch einfach nicht so. Ich habe auch gewisse Apps einfach ausgelassen, weil nee, ich bin zu alt für sowas. Ich möchte mich damit nicht mehr auseinandersetzen. Ich möchte nicht mehr erlernen. Allerdings, das versuche ich jetzt mal eine Zeit lang. Dann wollte ich noch mit euch über die Malvlogs an sich reden, beziehungsweise über die Vlogs. Ich hatte ja mal, ich weiß nicht wann, ein Video gemacht, wo ich wieder so einen Vlog gemacht habe. Ich bin in Urlaub gefahren und wollte darüber eigentlich vloggen und habe das aber relativ schnell dann doch wieder ab ACTA gelegt, weil das alles nicht so verlaufen ist, wie ich mir das vorgestellt hatte oder wie es geplant war. Und es kam einiges zusammen, sagen wir es so. Und also eigentlich Vlogs, wenn ich an Vlogs denke, dann denke ich an so eine Ausführung wie zum Beispiel bei Ingrid, also ein Kanal hieß Ingrid Cat, den hat sie noch einen zweiten aufgemacht und so. Ich verlinke euch auch alle Kanäle, die ich hier erwähne, unten in der Infobox, einfach mal vorbeischauen. Und wie sie ihre Vlogs gestaltet, ich liebe ihre Videos. Wenn ein Video von ihr online kommt, freue ich mir einen Cola-Keks, gucke mir das auch nicht sofort an, sondern lasse mir wirklich Zeit damit und genieße das. Und ich finde einfach, Vlogs können, oder ich sehe ja darüber, dass das wirklich eine künstlerische Art auch sein kann, sich auszudrücken. Also wie man auch einfach das gestaltet, was für ein Lichtbild man dort abbildet, was für Filter man verwendet und so weiter und so fort. Und das finde ich halt richtig, richtig cool. Und das würde ich auch so gerne machen. Und ich kriege es aber nicht hin. Also das sind immer so diese Bereiche, die ich mir dann halt so vornehme und wo ich aus dem Bild im Kopf habe, wie das aussehen soll, und unfassbar unzufrieden und dann auch sehr schnell demotiviert werde, wenn ich das halt nicht so umgesetzt bekomme. Wobei mir natürlich eigentlich klar ist, dass auch dort wieder Übung drin steckt, dass auch ihre ersten Vlogs vermutlich auch nicht so ausgesehen haben wie die jetzt Jahre später und so. Ja, aber ich merke halt auch jedes Mal, wenn ich dann doch versuche, irgendwie so einen Vlog zu machen, dass ich
Nachhinein denke, also erstens interessiert das doch niemanden. Also und dass mir das, obwohl ich eigentlich relativ wenig auch so über Privates erzähle, weil Vlogs zeigen halt auch so ein Stück aus dem Alltag, aus dem Leben halt und so, ne, dass ich dann doch so denke, nee, mach mal lieber doch nicht. Also ich weiß nicht, ich bin halt da sehr zurückhaltend, sehr vorsichtig und habe bisher, glaube ich, immer wenn ich einen Vlog hochgeladen habe und über irgendwas gevloggt habe, habe ich ihn nachträglich wieder runtergenommen. Und ihr werdet dementsprechend, glaube ich, auch keine offen mit diesem Kanal so wirklich finden, außer halt diese Mal-Vlogs. Und weil die das noch irgendwie nochmal eine andere Geschichte ist, ich weiß auch nicht, das geht mir halt leichter von der Hand, frag mich nicht. Und ich bin aber dementsprechend auch eigentlich mit der Ausführung der Malvlogs nicht so hundertprozentig zufrieden, weil ich rede hier zwar und im Hintergrund entsteht ein Bild, aber das war es dann irgendwie auch, weil das für mich einfach ist. Also es ist für mich einfach zu schneiden, einfach zu produzieren und frisst nicht so viel Zeit, wenn man mal von der Speicherzeit absieht, die ist immer unfassbar enorm. Ey. Ich weiß nicht, was der Rechner da rendert, aber hey, ne? Ich habe mich aber natürlich gefragt, okay, wenn du damit unzufrieden bist, was willst du denn eigentlich? Was ist vielleicht auch für dich einfach handwerklich umsetzbar und was nicht? Also was ist realistisch und was nicht und so. Und habe mich da mal gefragt, ja, wo soll es denn eigentlich hingehen? Und wie das halt so ist bei so Sachen, die man noch nie gemacht hat, ich war mir nicht sicher. Aber ich würde vielleicht doch gerne tatsächlich das Wort, wie es ja schon heißt, Malvlog, wirklich ernster nehmen, in Anführungsstrichen. Also sowohl das Malen, als auch das mit den Vlogs, dass man das halt wirklich miteinander kombiniert, dass das nicht einfach so ein kurzes Intro vielleicht, aber dann geht es halt im Hintergrund, sieht man ja nur das Malen oder so, sondern dass man das wirklich mehr miteinander verbindet. Es ist ein sehr vages Bild, was sich momentan in meinem Kopf abspielt, aber ich möchte da irgendwas ändern, weiß noch nicht genau wie und mal gucken. Ich möchte auch gleich sagen, so wie es jetzt ist, ist nicht so, wie ich es gerne haben würde. Ich hatte tatsächlich auch schon ganz viele so Zwischenbilder aufgenommen, also was halt auch so typisch ist für diese Vlogs, die ich gerne machen würde. Und weiß halt jetzt momentan nichts damit anzufangen, weil es gibt keine Vlogs und so. Und ich habe das jetzt hier halt noch nicht reingeschnitten. Ich überlege jetzt, hebe ich das jetzt irgendwie auf, falls ich doch nochmal irgendwann einen richtigen Malvlog, so wie ich das gerne haben würde, mache. Oder mache ich vielleicht so ein kurzes Impressionsvideo, was ich mir halt auch eigentlich ganz gut vorstellen könnte. Allerdings, ob da jetzt Sinnwertigkeit hintersteckt, sei dann auch mal dahingestellt. Also das wäre für mich dann wirklich einfach nur so eine, ja, mehr in die Künstlerrichtung gedacht, als jetzt wirklich in irgendeine Vlog-Richtung gedacht. Ich weiß es nicht. Oder ob ich das, wie gesagt, nicht dann halt kombiniere. Und ach, es ist für mich alles, ich bin mir da selbst halt noch nicht sicher und nicht schlüssig. Aber irgendwas soll sich ändern. So viel steht fest. Toll. Wobei ich tatsächlich auch befürchte, dass das letztlich wieder so ein Zeitfaktor werden könnte. So wie ich mir das in meinem Kopf vorstelle, wird das eine wahnsinnige Schneidearbeit. Und ich liebe es, Videos zu schneiden. Allerdings frisst das unfassbar viel Zeit. Und nur dieses eine Video in der Woche, was momentan bei mir so standardmäßig ist, dafür geht ein Wochenende drauf. Erstmal einen Tag Video drehen praktisch, ne? Und dann einen Tag im Videoschnitt. Von solchen Bereichen wie Video hochladen, die Infobox ausfüllen, alle Elemente nochmal einfügen, so die man halt so Infotafeln und sowas, man hat es ja nicht gesehen, Kommentare beantworten und so, das ist ja auch alles halt, was nochmal oben drauf kommt. Also YouTube ist generell ein sehr zeitintensives Hobby und da muss ich halt einfach Abstriche machen. Und wenn es zeitlich nicht geht, ist halt so eine Sache. Ich weiß noch nicht, wie ich das alles mache. Also das ist halt alles mehr so Gedanken in meinem Kopf, die ich euch aber trotzdem jetzt hier schon mal mitteilen wollte. Und weil ich jetzt wirklich schon unfassbar lange einfach nur gelabert habe, wollen wir das Video jetzt auch nicht ins Unendliche strecken. Das waren auch soweit die wichtigsten Themen, die ich so besprechen wollte, habe ich ja jetzt getan. Das war es dann jetzt sonst soweit auch von meiner Seite aus. Alles, was ihr zu sagen habt, sagen wollt, gerne in die Kommentare damit. Ich wünsche euch auch noch einen schönen restlichen Tag und wenn ihr wollt, sehen wir uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!